Stimmt es, dass ihr bei Scientology seid? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ich habe einen Anruf von unserer Bank bekommen, die auch die Bank deiner Frau ist. Offenbar hat sie dort versucht, einen Kredit über 60.000 Mark aufzunehmen. Auf diesem Wege habe ich erfahren, dass das Geld, das ich ihr damals auf ihr Erbe ausgezahlt hatte, bereits verbraucht ist. Wir reden über 100.000 Mark in 1,5 Jahren, Frank. Warum fragst du das nicht deine Tochter? Ich hole jetzt ab. Du hast dich doch in den Verein reingeholt. Wie blöd kann man nur sein? Lass mich sofort los. Schlaf gut, Sir. Bis morgen. Hallo! Leise, Sarah schläft. Ich habe fantastische Neuigkeiten, Frank. Helen und Kaiser wollen mich auf einen Auditorenkurs nach Kopenhagen schicken. Ja? Weißt du, für Clear Germany brauchen sie dringend Auditoren. Und jetzt stell dir vor, ich werde dort zum Auditor Stufe 4 ausgebildet. Was sagst du dazu? Ja, wie stellst du dir das vor? Soll ich mich dann allein um Sarah kümmern, oder was? Das ist ein Crashkurs. Eine einmalige Gelegenheit, ja? Normalerweise dauert das ein Jahr. Wir machen das aber in 3 Monaten. Ich schaff das aber nicht alleine, auch nicht 3 Monate. Meine Mutter ist ja auch noch da. Du und deine Eltern haben übrigens heute Abend Stress gemacht. Die Bank hat bei denen angerufen und gesagt, dass du einen Kredit aufnehmen willst. Was heißt der Kredit? Das steht mir zu. In 2 Monaten wird die zweite Rate aus dem Erbschaftsvertrag fällig. Wovon sollen wir leben? Das fragst du mich? Von dir kommt doch überhaupt nichts. Verdammte Scheiße, weil ich den ganzen Tag in der Ork schufte. Dafür habe ich bis jetzt noch keinen Pfennig gesehen. Die sagen, dass alles für meine Kurse draufgegangen ist. Mein Architekturstudium kann ich sowieso vergessen. Weißt du, was du da gerade gesagt hast? Dass du an der Ehrlichkeit der Ork zweifelst. Das ist eine Todsünde, Frank. Schon dir zuzuhören ist eine Todsünde. Ich habe doch nur gesagt, dass ich nicht weiß, wie wir das alles bezahlen sollen. Ron sagt, Geld ist nur eine Betrachtung. Du und ich, wir können den Menschen helfen, wirklich frei zu werden. Das ist doch viel wichtiger als jeder Reichtum. Ich schau mal nach Sarah. Lass sie. Papa! Ich werde fahren. Ron sagt, niemand kann glücklich werden ohne ein Ziel. Mein Ziel ist es, die OT-Stufen zu machen und die Brücke zur völligen Freiheit nicht mehr zu verlassen. Ist das auch noch dein Ziel? Komm mal her. Frank, ist das auch noch dein Ziel? Ja. Ich bring dich ins Bett, hm? Was ist das hier? Warte hier. Ich bring sie schnell hoch. Ist da die Oma? Nein, Sarah, wir fahren nicht mehr zur Oma. Die Oma will uns nicht mehr. Warum nicht? Das sind Kinder, die wie du sind. Das bringt dich weiter. Hast du ihr nicht gesagt, dass du heute Abend nicht mehr da bist? Das wird sie schon selber merken. Deine Sarah ist 6. Das kapiert sie doch nicht, wenn du auf einmal weg bist. Entschuldigung. Wo bleibt ihr denn? Ich habe Sarah noch in den Ort gebracht. Du fährst auch mit? Chris macht gerade Ultra Klasse 5 Auditor. Tschüss. Also los. Tschüss. Mein Name ist Klaas. Ich würde gerne mit meiner Tochter sprechen, Regine Klaasen. Tut mir leid. Gine ist im Moment nicht da. Aber vielleicht kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen. Frank! Klaus, hier ist Angela. Wir haben ein 2D-Problem. Kommst du bitte runter? Frank! Warum bringt ihr uns Sarah nicht mehr? Sie geht jetzt in den Kindergarten. In den Kindergarten? Aber warum denn? Frank, wir machen uns große Sorgen. Wir haben gerade erfahren, dass unser Anwalt, Herr Dr. Ruppert, der mit dir und Gine den Erbvertrag geschlossen hat,
dass der auch ein Scientologe ist. Die wollen doch hier nur euer Geld! Kommst du mal einen Moment mit, bitte? Seit wann gibt es diese Probleme mit Gines Eltern? Die gab es doch schon immer. Gine hat uns nichts davon erzählt. Wahrscheinlich hat sie das nicht wichtig genommen. Ja, sie spricht schon seit Jahren nicht mehr mit ihnen. Ihre Mutter hat halt manchmal auf Sarah aufgepasst, wenn wir in der Org waren oder Gina im Laden. Hast du Kontakt mit ihnen gehabt? Nur wenn ich Sarah da abgeholt habe. So, du schreibst jetzt alles auf, was du über die Beziehung zwischen Gina und ihren Eltern weißt. Was in der Erziehung gelaufen ist, ob es Übergriffe gab. Übergriffe? Ob sie misshandelt wurde, geschlagen. Schreib einfach alles auf, was dir dazu einfällt. Aber wozu braucht ihr das denn? Frank, Gines Eltern sind Feinde der Scientology. Sie werden gegen uns vorgehen, wenn wir nichts unternehmen. Ich bin fertig. Ist das alles? Du hast gar nichts über Gine geschrieben. Was wollt ihr denn da wissen? Es geht nicht darum, was wir wissen wollen. Es geht um dich. Du bist Downstate, Frank. Deine niedrigen Statistiken belegen deinen schlechten Ethikzustand. Das spürst du doch selber, oder? Weißt du, was Ron über die dritte Partei geschrieben hat? Nein. Nach dem Gesetz der dritten Partei gibt es immer einen Verursacher für Schwierigkeiten. Also jemanden, der will, dass die Dinge bei dir nicht richtig laufen. Und du meinst, es ist Gine? Gine, ihre Eltern, Sarah. Wenn der heraus, was ist? Da sind Ihnen aber noch keine Zweifel an der Organisation gekommen. Nein, weil es ist ja dann genauso gekommen, wie der Ethikoffizier vorhergesagt hat. Ich habe eigentlich nur noch mehr an die Technologie geglaubt. Ich würde gerne Sarah abholen. Opa! Hallo, mein Engelchen. Was ist das hier für ein Laden? Das ist Sarahs Kinderhort. Wo ist Gine? Das weiß ich nicht. Du glaubst doch nicht, dass wir zuschauen, wie ihr euer und Sarahs Leben ruiniert. Ich hab da geklingelt. Mir hat so ein junges Ding geöffnet. Vielleicht 16 Jahre alt. Schon der Gestank, der aus der Wohnung kam, war atemberaubend. Ich hab dann nach dem Leiter der Einrichtung gefragt, aber offenbar war sie zu diesem Zeitpunkt die einzige Betreuungsperson. Ja, bitte? Das ist doch die rein subjektive Wahrnehmung von Herrn Klaassen. Naja, immerhin wurde die Einrichtung doch geschlossen, oder? Ja, weil Herr Klaassen über beste Beziehungen in der Hamburger Bürgerschaft verfügt. Heute wurde in St. Georg eine Kinderbetreuungseinrichtung der sogenannten Scientology-Kirche geschlossen. Den Beamten bot sich ein unbeschreibliches Bild. Überall Dreck, Unrat, nur wenige Möbel, fast keine Sitzgelegenheiten. Die Kinder schliefen auf schmutzigen Matratzen, meist ohne Decken. Zur Betreuung standen ein 17-jähriges Mädchen und ein 18-jähriger Junge bereit. Beide keine ausgebildeten Erzieher, wie die Sprecherin des Jugendamtes betonte. Überall Dreck und Unrat. Und am schockierendsten war, dass es praktisch kein Spielzeug für die Kinder in der Einrichtung gab.